Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Im letzten Part haben wir hier diese drei streunenden Chimären umgehauen. Zum Questgeber braucht man scheinbar nicht zurückgehen. Die Quest scheint sich somit erfüllt zu haben. Keine Ahnung, irgendwie komisch. Ich hätte schon auf eine Belohnung gehofft gehabt, aber naja, ist halt nicht. Und ja, wir können uns somit einer neuen Quest widmen. Nur welche wird es werden? Das ist die Frage. Wir hätten jetzt noch Tavar, die Mutprobe. In Etan, das geht dabei nicht, der Weg eines Erzberserkers. Wir müssen vorher Level 25 erreichen, also Stufe 25. Wir könnten hier die Gefährten weitermachen. Das ist halt so, ne? Die Quest hier mit dem Falk ist, glaube ich, die gleiche wie hier mit der Big Bang, ne? Könnten wir theoretisch probieren. Dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe vielleicht geschlagen. Für eine Handvoll Splitter. Ja, das ist mit Ray, genau. Der meldet sich eh, wenn er was weiß, angeblich. Wir könnten dann auch Köpfe müssen rollen versuchen. Der gute Arx, ne, wird ja verfolgt. Und ich glaube, wir sind jetzt stark genug, dass wir diese Deppen da verhauen können. Ja, ich persönlich, puh, da wir nicht noch so geschützt sind gegen radioaktive Strahlung, wir hätten zwar ein paar Stims, aber die halten ja nicht so lang, würde ich gerne, ich würde gerne mutig sein und wirklich mal diese Falk-Mission hier versuchen. Die eben, so wie es ausschaut, mit der Big Bang kombiniert ist. Ja. Also ich glaube, versuchen wir es mal. Mehr als scheitern können wir da eh nicht, würde ich sagen. Jetzt ist nur die Frage, ach so, wir müssten da theoretisch Falk mitnehmen, ne? Den hatten wir eh noch nicht dabei. Eigentlich, du müsst mal Partnertausch machen dabei, ne? Dann könnte es sein, dass die Quest sich ändert. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist mir gerade jetzt erst eingefallen. Ja, probieren wir einfach mal. Nehmen wir jetzt einen Falk mit, wenn ich ihn anfinde. Keine Ahnung, wo der rumstreunt. Lachen würde ich, wenn er da vorne schon geht, aber ich glaube, das ist der Chef hier. Der Lloyd, genau. Ja. Das könnte sein. Da ist er schon, Falk. Du gehörst Hallo. Doch jetzt zu den freien Menschen. Ja, richtig. Warum? Ich wundere mich etwas über dich, da deine Ambition doch im Wesen eine gänzlich andere ist, nicht wahr? Mag sein, jedoch beginne ich die freien Menschen mit der Zeit immer besser zu verstehen. Ah ja, heißt das auch, dass du immer in ihrem Sinne handeln wirst? Solange sie mir nicht im Weg stehen. Ein sehr zweckmäßiger und selbstsüchtiger Gedanke, findest du nicht? Ja, vielleicht. Doch sind genau das nicht ebenfalls sehr menschliche Eigenschaften? Hm, interessant. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Na dann, komm mit. Komm mit. Ihr seid schon genug. Mehr würden dich nur behindern. Ach so, ich bleibe hier. Okay. Ray, du hast mal Pause. Ich bedanke mich. Bleib hier stehen, genau, noch alles dran. Ich brauche dich nicht mehr. Geh nach Hause. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Sicher doch. So, jetzt hat er mal Pause, kann er sich mal was gönnen. Und dafür nehmen wir den Falk mit. Mitkommen. Mitkommen. Ja. Den hatten wir eh noch nie dabei. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Unseren Drohnenfreund möchte ich auch gerne mal mitnehmen. Haben wir bei dem eigentlich schon alles fertig? Commander, Analyse, falsche Fraktionszugehörigkeit. Tja, Kleiner, da müssen wir jetzt durch. Empfehle effektivere Ausrüstung. Ja, ich arbeite dran. Es wird schon. Ja, Commander. Ich mag den. Ich mag die Drohne. Die ist irgendwie voll cool. Na du, mit deinem verrenkten Kopf. Verreckt ist. Alter. Ja, ich sollte aufhören zu reden. Na, okay. Ja, Gesundheit.
Splitter wollte ich nochmal kurz kontrollieren. Haben wir da jetzt genug? Noch immer gleich viel wie vorhin, also nix. Gut, wir haben jetzt Falk mit dabei. Ich möchte gern die Quest machen. Das heißt, wir mischen dahin. Falks Bestimmungsort. Hier wäre es näher, gell? Dann bohren wir uns mal zum Fort. Und schauen uns das Elend mal an. So, gut. Also da drüben. Ich meine, da war auch das Big Bang-Dingens. Heureka! Das war fast knapp. Da kommt er geflogen. Sehr gut. Man muss ja auch Freundschaften pflegen, ne? Man kann nicht immer nur mit demselben herumreisen. Und Ray muss eh nachdenken, wo er seine nächsten Steckbriefzetteln herkriegen könnte. Also gönnen wir ihm doch mal ein bisschen Pause. So. Stimmt, ich sollte wieder ein bisschen auf Minen aufpassen, ne? Weil ich bin ja so ein typischer Minenläufer. Ja. Aha, da sehe ich ein Opfer. Ein eventuelles. Ja. Ein Wühler. Genau, es lädt wieder ein bisschen, aber der Sound kommt ja schon. Sehr gut. Der gibt 125, echt jetzt. Oh Gott. Diese Viecher sind heftig, aber schau, wir machen sogar Damage. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was willst du, Viech? Oi. Lass, der Aspreis ist erledigt. Jetzt mal schauen, dass wir den Krippel da noch kriegen. Vielleicht können wir ihn stupsen. Jawohl. Auf die 12. Passt hin. 160. Okay. Das ging einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ging echt einfach. Hä? Wo ist der Beißer hin? Dieser Aasfresser. Futsch. Schön. Adalika. Gemütlichst. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Das glaube ich dir. Boah, der hat echt viel gehabt. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir da sind, aber mir taugt's, dass hier ein paar Gegner sind. Ein Rottmolch. Sehr schön. Das heißt, wenn es die kleinen Rottmolche gibt, dann wird es wahrscheinlich auch den großen Ekelhaften geben. Gut. Ich glaube, wir können abhauen. Wir haben jetzt ein paar Gegner besiegt, das ist ja gut. Ich würde sagen, ich speichere das Ganze mal. Das wäre gesund für uns. Also 9. So, ja bitte. Passt. Gut, dann gehen wir weiter. Da müssen wir rauf. Oder rein, wie auch immer. Ah, was haben wir denn hier? Ein Viechelein. Ich weiß, ich bin lästig, aber wir brauchen Erfahrungspunkte. Ein Büßerteufel. Oh, der geht auch. Ich hätte vielleicht nicht sprinten sollen. Da, rein ins Kreuz, so klärt sich das. Boah, der hat aber gesessen. Den hat gleich was kritisch getroffen. Ja, mir soll es recht sein. Ich bin schon wieder angeschlagen, da drüben wächst eine Pflanze, die will ich mitnehmen. Oh je, was haben wir denn davon? Das Viech schaut ungesund aus. Ich glaube, das lasse ich lieber aus. Der hätte sicher was Tolles, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Viel später. Ich esse wieder was. Und fliege gleich mal hier hoch. Okay, irgendwelches böses Getier gibt es hier nicht. Das freut mich. Komm mal hier hoch. Ich habe keine Ahnung, ob das Jetpack so weit geht. Werden wir gleich sehen. Ja, das habe ich schon. Wow, befürchtet. Würde gehen, wenn ich nicht stecken bleiben würde. Okay. Gut. Da ein bisschen warten. Dann kannst du mal gleich drinnen. Ich hoffe, dass man von hier aus über den Zaun gelangt, aber ich glaube schon. So, Jetpack ist voll. Passt, das hätten wir geschafft. So.
Dann nur noch das kleine Stückchen hier drüber. Und wir sind drin. Passt. So, jetzt sollte unser Ziel da drüben irgendwie sein. Ich glaube, in der Kuppel da. Ah, da oben. Dachte schon, wo knurrt denn da jetzt was? Ich komm schon. Ich komm schon. Ich hau dir auf den Gäbel. Ich komm schon. Ein Schakal. Ja, armer Tropf. Ja, genau. Schießen. Schießen an. Und gib. Und weg ist er. Sehr brav. So, her mit deinem Gerümpel. Gut. Das hätten wir. Okay. Also, ich speichere noch einmal, weil das sehr gut lief. Wir sind noch nicht gestorben. Also bis jetzt. Ne? Vom letzten Speichern bis jetzt. Ne? Ihr wisst schon. So. Außer ich fall jetzt in den Tod. Ah, das ist auch noch gut gegangen. Einmal links, einmal rechts. Da drüben ist ein Opfer. Ich würde es halt als Opfer bezeichnen. Aha, das ist wieder so ein Totenkopfmonster, glaube ich. Ich bin am Überlegen. Da drüben! Da drüben ist es. Es brennt. Alter, Alter, Alter. Okay. Das hat mir jetzt ordentlich den Hosenboden aufgerollt, wie es sich gehört. So. Dann würde ich sagen, wir trinken schnell noch was. Ich habe Steam genommen. Na toll. Das habe ich fein gemacht. Ach. Warum? Weil ich es kann. Aber dafür ist er hin. So, hat sich ausgezahlt. So. Gut. Dann zum nächsten. Ich muss immer noch darüber. Aha, da drüben sind Spinnen. Können wir jetzt die eigentlich auch schon kaputt besiegen? Ich sollte vielleicht nochmal speichern und das nochmal probieren. Ob wir die jetzt auch schon gut besiegen können? Mich würde es freuen. Hoher Ruck. Hallo, Spinnentier. Fleischgrille. Aha. So viel zur Spinne, das ist eine Grille. Okay, hätte ich jetzt nicht so gesehen. Hätte ich eher Spinne gesehen. Naja. Aber es geht. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich noch was trinken kann. Habe ich noch was zu trinken? Ich glaube ja. Ja, ein bisschen was haben wir noch. Ja, toll, danke. Passt, hin ist er. Ray, alles gut? Ah, Ray sage ich schon. Siehst du aus Gewohnheit, sage ich Ray, da weiß der Falk. Entschuldigung. Wie steht's bei dir? Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt sehr gut. Vieles immer noch klarer gleich. Zu sehen. Passt. Gut. Dann komm bitte weiter mit. So. Wie kommen wir da rein? Das ist jetzt die Frage. Jo. Ah, hier. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir da reinhatschen, ein weiteres Mal speichern. Ja, bitte. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir, ja. Wie soll ich sagen? Ich habe halt die Hoffnung, dass wir gute Erfahrungspunkte sammeln können. Ja, ein bisschen. Aha, okay, Big Bang. Okay. Das hatten wir schon mal gesehen, ne? Schon länger her. Ah, ich lasse es trotzdem jetzt laufen. Thank you.
Tja. Ups. Die Frage ist nur, ob wir überhaupt gegen das Viech was machen kann. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe auch überhaupt keine Idee, wie dieses Schutzschild da weggeht. Ah! Okay. Ich muss alleine gegen das Viech kämpfen. Sind die alle wahnsinnig? Alter. Aha, das. Mhm. Aha, okay. Ich glaube, ich verstehe schon. Okay. Das wird jetzt ordentlich auf die Gosch kriegen. Wow. Trink mal was. Ich war zu langsam, kann das sein? Mit dem Damage machen. Okay. Dieses Scheißding. Was war jetzt? Eine Bombe oder was? Okay, das muss ich noch herausfinden, wie das jetzt gedacht ist. Wahrscheinlich, wenn das Ding verreckt ist, vielleicht hätte ich es ein bisschen in der Luft abschießen, das wäre besser gewesen wahrscheinlich. Probieren wir es halt nochmal. Das Video können wir jetzt eh skippen, glaube ich, oder nicht? Ja, können wir. Ay, Madonna. Na gut, ich verstecke mich mal. Na, nicht so. Ja, so. Hey, Alter. Achso, Bömmchen. Okay, ja. Ja, die Flammenwerfer, das hilft halt nicht so wirklich, ne? Hüpf drüber, um Gottes Willen. Irgendwie hat das gerade überhaupt nicht hingehaut, wie ich das haben wollte. Aber gar nicht. Ganz und gar nicht. Naja. So, eine Brause und den Energieriegel. Du könntest auch laufen. Na, das will ja gar nicht, du Depp. Jawohl. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, weg, weg. Jetzt ist noch das Bäumchen, ne? Wieso Ende? Wieso Feuer? Achso, das muss ich Fernkampf oder was? Okay, also der Feuerdingens ist tödlich. Gut. Das heißt, es wäre vielleicht kein Motor, das Ganze aus der Ferne anzugreifen. Okay. Dann nochmal. Wenigstens haben wir schon mal die Drohne ziemlich weg. Halt, ich verdrück mich da immer. Entschuldigung. So, jetzt aber. Also, wir rüsten aus. Wie er auch jetzt gehen tut, verstehe ich nicht so ganz. Warum man nicht mehr laufen kann, wenn er das ausgerüstet hat. Aber ist halt so wahrscheinlich. Trink was. Na, trinkt er halt nicht. Ist mir auch recht. Arschloch, echt. Was ist los mit dir? Idiot. Wenn ich sage, du sollst was trinken, sollst du was trinken, du Depp. Haben wir ein Steam? Haben wir irgendwas gegen Feuer? Feuerresistenz. Feuerteufel, war das nicht das? Resistenz Feuer, genau. So, bitte. Nochmal. Weil es so schön war. Immer verdrücke ich mich. Ich weiß nicht, warum ich auf Escape mal drücken bin. Ich glaube, das ist eine WoW-Krankheit. Was? Schnell weg. So, mal verstecken für ein paar Sekündchen. So, so. So, mal Schnapsele trinken.
Mann, ey. Diese Bömmchen da, ne? Ach komm, den sollst du nicht angreifen, du Depp. Fast. So ein Pech. Wow, das war super getroffen, echt. Ach komm. Mach. Das trifft ihn nicht. Jawohl, ich hab drauf. Passt. So. Ich glaube, jetzt wäre es Zeit für das Team. Lass uns halt ein bisschen Zeit, ne? Irgendwann wird er schon down gehen. Puh. Ist halt ein bisschen lame, aber soll er machen? Bevor ich wieder drauf gehe wegen dem scheiß Feuer. So geht's ja auch. Ich mag den Flammenwerfer. Gleise hin. Ein Schuss noch, glaube ich. Jawohl, sehr gut. Na. So. Boom. Schön. Schrotthaufen. Yeah, ich glaube, er ist hin. Super. Hast du was zum Looten für uns? Der mal nicht. Das drübere Viech vielleicht? Ja. Nichts dabei. Ernsthaft, nichts dabei. Bist du so ein nichts dabei? Ring des Outlaw. Aha. Ist da noch was? Nö. Okay. Vielleicht hat es uns im Kampf geholfen. Keine Ahnung. Ist egal. Wir haben es geschafft. Ich werde sofort speichern. auf alle Fälle. Sofort. Super. Das heißt, eine Hauptmission hatten wir jetzt geschafft. Jetzt ist die Frage, ob das mit Falk... Na, ist noch nicht erledigt. Okay. Aber es war scheinbar wichtig. Elixit. Jawohl. Noch mehr Elixit. Noch mehr Elixit. Noch mehr Elixit. Gut. Noch eine schnelle Runde. Da liegt, glaube ich, auch was. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Jetzt ist die Frage, ob Logan das interessiert, was hier passiert ist. Ob er das gewollt hat. Glaub nicht, oder? Jetzt ist sein Bömmchen auf jeden Fall kaputt. Und ich baue ihm sicher kein neues mehr. Wenn er da seine Sachen aufpassen kann. Ein Besen. Der ist wichtig. Der ist echt wichtig. Immer sauber halten alles. So, ich glaube, wir haben es, ne? Ich glaube, ansonsten ist da nichts versteckt. Sehr gut. So viel zum Thema Falk. Jetzt haben wir halt eine Hauptmission geschafft. Wobei ich gleich nachschauen möchte noch fix. Hauptmission. Der Big Bang. Ich sollte Logan damit konfrontieren. Jawohl. Also, ja. Sollen wir das jetzt noch machen? Wir haben eh schon Überlänge. Es wäre eh schon wurscht. Dann bohrt man es einfach nachher nochmal her. Für... Franks Bestimmungsort ist ganz woanders. Das ist lustig. Das ist jetzt gerade echt lustig. Egal, Lager der Mitte. Brauchen wir jetzt nicht. Ich will zu die Outlaws. Ins Vor. Bunker des Dukes, bitte ja. Das ist, ja, unglaublich. Herr Duke,
Was sollte denn das? Servus, Aquadranga. Du, Logan. Der Big Bang hat seinen Dienst geleistet. Der Big Bang hat seinen Dienst geleistet. Was? Das glaube ich nicht. Mich erreichen immer noch Funksprüche der Kleriker aus Ignadon. Wenn es stimmen würde, was du sagst, müsste der Hort der Kleriker in Ignadon ausradiert sein. Und das ist er definitiv nicht. Konrad, der Erbauer des Big Bangs, hatte da wohl andere Pläne. Was? Was soll das heißen? Big Bang war eine übergroße Kriegsmaschine, die Tavar ausradieren sollte. Konrad, dieser Drecksherr, er hat mich verraten. Mich! Du wirst ihn sofort für mich erledigen, dass das klar ist. Er ist abgehauen. Egal, wie du das anstellst, finde ihn und mach ihn fertig. Ich gebe dir eine fette Belohnung, wenn du ihn noch vor dem nächsten Monat aus dem Weg räumst. Wie wär's denn mal mit einem Vorschuss? Du kriegst erst was, wenn du die Sache erledigt hast, klar? Diese verfluchte Klerikerbande. Ich hätte es besser wissen müssen. Ja, sehr gut. Übrigens, Stufe aufgestiegen. Yeah, super. Hat sich ausgezahlt, die Mission. Okay, das heißt, da hat wohl Konrad ein kleines Problemchen. Und zwar nicht nur mit Logan, sondern auch mit uns. Aber nicht mehr heute, sondern irgendwann einmal in ferner Zukunft. Oder vielleicht in naher Zukunft, werden wir sehen. Auf jeden Fall beenden wir jetzt den heutigen Part, weil ich habe wirklich schon gemeine Überlänge gemacht, tut mir sehr leid, aber es hat sich gelohnt. Ihr Lieben, somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!